Moin, ihr Toads und willkommen zu diesem neuen Video. Wir spielen heute Super Mario Prism und Mario aufwachen. Hallo, Mario. Ja, los geht's hier. Willkommen zu diesem neuen Video. Ein neues Mario Fangame und diesmal, ja, mit Mario. Das letzte Video kam vor 7 Monaten und da haben wir Toadette's Sweet irgendwas gespielt vom selben Ersteller und dieses Mal spielen wir den Mario Teil mit anderen Leveln und ja, mal gucken, was uns so erwarten wird. Ja, ich suche da mal eben, da ist es ja. Raum Nummer 1, ab ins Bild, Mario. Oh, das sieht schon wieder so schön aus. Ich habe mich ja, um echt zu sein, ziemlich satt gesehen an diesen ganzen 2D altmodisches Design und so, deswegen freue ich mich sehr über dieses neues Fangame hier. Das war gerade, glaube ich, kein deutscher Satz, oder? Okay, so, machen wir auf hier. Ist da was Schönes drin? Die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich. Ist aber genauso wie im Toadette-Teil nicht ganz so einfach für mich. Warte mal, müssen wir ein bisschen gucken hier. Bin ein bisschen überfordert noch. Hallo Goomba, moin. Du kannst mir gar nichts. Ich bin Profi. So, es gibt hier auch wieder natürlich Sterne, ist ja ganz klar. Ist wie so ein klassisches Mario 64, halt nur ein bisschen in moderner Optik. Junge, Junge, Junge. Okay, die Sprungphysik ist noch ein bisschen, naja. Er fliegt ganz schön hart, muss ich sagen. Also, springen kann er gut. Wow, geh da mal den Baum hoch, bitte. Hallo? Bruder, was ist denn jetzt? Was ist denn mit dem los? Warum geht denn der nicht den Baum hoch? Alles klar. Ja, dann nehmen wir halt die Kiste. Ja, okay. Wie soll ich jetzt da hochkommen? Aha. Er hält sich da nicht fest. Er geht einfach auf den Baum rauf. Okay. Interessant. Ja, moin. Yay, wir haben die erste Red Coin. Keine Ahnung, wofür die gut ist, aber ja, wir haben sie. Und rechts haben wir wieder eine Lebensanzeige. Wie in Mario Odyssey. So, Bandsprung. Yeah, jetzt sind wir oben. Oh, eine Sternplattform, okay. Aber erstmal gehen wir zum Goomba. Hallo Goomba. Ja, Alter, WTF? Ey, stopp! Stopp. Oh, was ist denn da Schönes? Da ist eine Plattform. Kann man die verstampfen? Warte mal. Wie mache ich den Wandsprung? Stampfattacke mal natürlich. Okay, ich probiere es mal aus, Leute. Ja gut. Hat jetzt mal so gar nichts gebracht. Ja, ganz geil. Okay, dann gehe ich da mal wieder hoch und ich sehe gerade, da ist eine Red Coin. Die gönnen wir uns natürlich. Hallo Red Coin, was geht? Ja, man merkt es, glaube ich, ich bin hier Profi. Aha, und wenn wir alle Red Coins haben, dann erscheint hier ein Stern. Dankeschön für diese Info, du geile Fedu aus Mario 3D World. Okay, ein Weitsprung. Sogar geschafft, sehr gut. Eine andere Möglichkeit, hier hochzukommen, sah ich gar nicht mehr. Und bitte Mario, nicht sterben jetzt hier. Kein Pilz, sehr gut. Der füllt unser Herzensanzeige wieder auf. Junge! Jetzt kratzt mir nicht ab hier, ne? Sehr gut. Und ich würde sagen, wir gehen mal darüber, ne? Doch, doch. Los geht's! Oh, das war zwar nicht so geplant, aber wir haben es geschafft. Sehr gut. Okay. Oh! Ja gut, das konnte ich nicht ahnen. Okay, alles wird gut. Das ist ein Checkpoint, sehr schön. Wie in... Das ist nicht wahr! So, wieder da. Und jetzt holen wir uns den Checkpoint. Sehr schön. So, was haben wir jetzt hier? Alles geschlossen hier. Aha. Oh, hier ist ein Stern drin. Okay, dann mach mal auf vielleicht. Aha. Ey! Ist der neu? War der eben auch schon da? Hier ist eine Kiste drin, die uns nichts bringt, okay. What the?
Warte mal, die Kiste muss ich schieben. Ich bin ein Genie, Pius. Du bist so ein Profi. Leute, für diese Idee müsst ihr alle ein Like da lassen, ne? Sprengen Sie den Like-Button. Hallo? Sehr schön, okay. So, machen wir auf jetzt hier. Ja, toll. Okay, was passiert jetzt? Jetzt kommen wir hier hin. Bloß nicht damit runterfallen, Mario. Ganz ruhig. Weg die Kiste schön da rein. Alles wird gut. So, einparken. Wunderbar. Und da haben wir unseren ersten Stern. Yay! Mario freut sich, ich freue mich auch. Sehr gut. Wir haben unseren ersten Stern. Zwar sind die Red Coins jetzt wieder weg, aber kommen wir jetzt schon woanders weiter? Das ist die Frage. Nee, kommen wir nicht. Ist da oben eigentlich irgendwas? Das dürfte ja nicht umsonst sein, aber da war gar nichts. Okay, ja, dann suche ich mal weitere Sterne. Das war Stern 3. Okay, dann erklimmen wir jetzt mal den Berg. Ah, hier waren wir noch gar nicht. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Was passiert hier so schön? Mario, beweg dich. Alles klar, okay. Hier haben wir auf jeden Fall einen Checkpoint. Sehr schön. Checkpoint Nummer 2. Und jetzt müssen wir da hoch. What? Die Steuerung ist jetzt nicht so geil. Woo! Das erinnert mich ein bisschen an Mario Sunshine. Hilfe. Okay, wow. Normale Sprünge reichen aus, merke ich gerade. Der springt ja eh 3 Kilometer weit. Woo! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du kannst es kaum einschätzen, ne? Das ist so immer das Problem an diesen 3D-Mario-Games. Aber wir haben es jetzt schon hochgeschafft. Jetzt nur noch irgendwie... Ja, da hoch. Ui. Yay! Come on! Sehr gut! Stern Nummer 2 gehört jetzt auch uns. Sehr gut. Ja, dann gucke ich mal, wo wir noch eben einen dritten Stern herkriegen. Und dann können wir schon weitermachen in die nächste Welt. Ja, Mario, hoch da. Sehr gut. Wir müssen uns beeilen. Die fallen ganz schnell runter. Aber anscheinend hat Mario... Ja, super. Anscheinend hat Mario sehr viel Zeit. Also, das Spiel ist hübsch. Aber die Steuerung ist wirklich der letzte Abfall. Vor allem die Physik, also, ne... Junge! Der springt wie keine Ahnung was. Als wäre er auf dem Mond oder so. Ah, alles klar. Halleluja. Bruder, was machst du da? Bist du... Heute platzt mal noch was. Oh mein Gott. Warum macht der nie, was er soll? Ja, in 3 Stunden bin ich oben, Leute. Bruder! Macht er jetzt ein paar... Alter Schwede! Ich dachte, es wird gar nichts mehr. Wollte gerade schon aufgeben, fast. So, jetzt mach keinen Scheiß, ne? Jetzt geh da hoch und gönn dir diesen Stern. Oh, das waren jetzt 20 Minuten, habe ich diesen Turm jetzt probiert. Und wir haben es geschafft, okay. So, jetzt gehen wir mal in... Oh, das sieht aber sehr schön aus, okay. Ja, da gehen wir mal rein. Das sieht aber echt schön aus, muss ich sagen. Da bin ich jetzt aber sehr gespannt. So, machen wir auf hier. Okay. Ich finde die Texturen richtig hübsch. Ja, also... Design kann er gut. An der Steuerung und an der Physik kann man auf jeden Fall noch arbeiten. Da ist noch einiges an Optimierungsbedarf, würde ich mal sagen. Aber, ja. Moin. Wow. Wow, 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 wow. Was geht denn jetzt ab hier? Ja. Okay, hier kommt anscheinend wieder der Redcoin-Stern hin. Es gibt 3 Möglichkeiten, wo wir hingehen können. Wir gehen einfach mal da lang. Mal gucken, was uns hier Schönes erwarten wird. Auf jeden Fall schon ein Checkpoint. Hallo, Checkpoint. Oh Gott. Nein, nicht schon wieder Trampoline. Oh, nö. Oha. Alles klar. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Bin sehr stolz auf mich. So, und jetzt? Jetzt würde ich erstmal... Junge. Ah, irgendwo noch da. Was ist das denn? Du siehst einfach nichts, wenn du auf dem Trampolin bist. Ja.
Das ist natürlich wieder gutes Game Design. Jojo. Hey, bleib hier! Sogar noch hin. Hey, da oben geht's. Nee. Wo muss ich denn jetzt hin? Hey, will er mich verarschen? Der will jetzt, dass ich da gucke. Auf die Plattform. Bist du gestört? Man sieht nichts. Und das Einzige, was dem einfällt, dem Ersteller. Ja, also eine Plattform, die rein und raus fährt aus der Wand. Ich glaube, das ist da jetzt die beste Idee. Alles klar, Junge. Alles wird gut. Okay, wir haben es rüber geschafft irgendwie. Da kommen jetzt Mauern. Okay, dann rennen wir mal. Und haben es geschafft. Jetzt da hoch, oder was? Aha. Aha. Wie soll das jetzt wieder funktionieren? Irgendwie so. Ja, danke für nichts. Wie auch immer das jetzt ging. Aber wir haben es geschafft. Okay, jetzt noch darüber. Oh, Junge, ich habe so Angst, ne? Ich habe so Angst. Kommt die darüber? Ganz ruhig. Ich hätte jetzt gerne einen Stern. Ich höre ihn schon. Was? Was? Er rennt einfach runter. Okay, anscheinend müssen wir echt in der Mitte lang. Ja, sehr geil. Bruder! Okay, Leute, wir sind wieder hier. Tolles Game, das war's für heute. Spielt's selber. Tschüss.